Rund 300 Erzieher von 119 kommunalen Kindertagesstätten aus der Region haben am Mittwoch auf dem Trierer Kornmarkt demonstriert. Sie fordern eine bessere Bezahlung und mehr Gesundheitsschutz. Fast 2 Stunden lang machten die Frauen mit Trillerpfeifen und Trommeln lautstark auf ihr Anliegen aufmerksam. Viele Kindergärten waren daher am Mittwoch den ganzen Tag oder nur vormittags geschlossen. In einigen Einrichtungen wurden die Kinder in Notgruppen betreut. Er könne den Unmut der Eltern darüber verstehen, sagte Norbert Hocke vom Bundesvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Trier. Sie sollten sich aber nicht über die Gewerkschaften, sondern bei den kommunalen Arbeitgebern beschweren, die für die miserablen Arbeitsbedingungen der Erzieher verantwortlich seien.